Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport 7 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. In der letzten Ausgabe haben wir eine neue Meisterschaft begonnen, und zwar die Aufstieg des Supersportwagens oder wie ich es einfach selbst betitelt habe, die Urväter der Supersportwagen. Nämlich das waren tatsächlich so die ersten, die diesen Namen definitiv verdient haben. Und heute machen wir weiter und heute werden wir auch wieder uns zwei fantastische Fahrzeuge aussuchen. Ich habe ja euch ja quasi die Aufgabe gestellt, hey, sagt doch mal, welche Fahrzeuge ich denn ungefähr fahren soll. Lustigerweise, ja, seid ihr sehr, wie soll ich sagen, ja, offen, was die Fahrzeugwahl betrifft. Nämlich, ihr habt quasi für jedes Fahrzeug abgestimmt, wenn man das so sagen kann. Ihr habt gesagt, ja, fahrt den Jaguar XJ220, fahr den F40, fahr den F50 und so weiter und so fort. Auch Testarossa wurde geschrieben. Und schlussendlich habe ich mir gedacht, gut, ich entscheide jetzt einfach selber. Und hätte ich jetzt so nach dem Standard-Ray-Prinzip entschieden, wären wir wahrscheinlich heute den Ferrari F40 gefahren und den McLaren F1. Und jetzt habe ich mir aber gedacht, nee, weißt du was, wir machen heute mal alles nach dem Credo, die schnellsten Wagen der damaligen Zeit. Und wir sind ja schon in der letzten Folge den Porsche 959 gefahren, der damals ja auch eine Zeit lang das schnellste Fahrzeug war. Aber dann gab es auch eben dieses Fahrzeug hier, den Bugatti EB110. Und der war auch auf jeden Fall mal das schnellste Fahrzeug, genauso wie der McLaren F1 das mal war. Und deswegen machen wir einfach diese Reihe komplett und werden jetzt zu Beginn erstmal mit dem Bugatti EB110 fahren und im Anschluss zum Finale hin dann auf den McLaren F1 umsteigen. Zum McLaren F1 habe ich auch nochmal was Persönliches dazu zu sagen. Nicht, dass ich jemals einen besessen habe, hätte oder wie auch immer, dass ich mir jemals leisten könnte, egal. Aber was anderes, wir beginnen jetzt aber erstmal mit dem Bugatti EB110, mit dem Vorgänger, wenn man so möchte, des Bugatti Veyron. Gut, also damals schon ein absolutes Geschoss und wir machen weiter. Es geht zum Suzuka Circuit in Japan. Und ja, eine sehr schnelle Strecke, eine sehr kurvenreiche Strecke. Da müssen wir mal gucken, wie denn der Bugatti da so performen kann. Man muss auch dazu sagen, dass der Bugatti durch die Homologation eingeschränkt wurde. Ja, normalerweise hat man so, dass die Homologation ja eher dafür auch, also natürlich in erster Linie dafür sorgt, dass die Fahrzeuge angeglichen werden. Aber in den meisten Fällen kann man noch mal ein bisschen was reinbauen. Ja, bessere Reifen oder leichteres Fahrzeug, mehr Leistung, solche Geschichten. Das war jetzt hier beim EB110 gar nicht möglich. Das heißt, der ist eigentlich so wie die Serie, so wie der normale EB110, nur mit weniger Leistung. Wir haben nicht so viel weniger Leistung als die Serie, aber schon ein bisschen weniger Leistung. Wir können das ja eigentlich auch ganz kurz mal zeigen. Wir haben ja die Möglichkeit hier noch vor dem Rennen, deswegen das zeige ich euch noch ganz kurz. Und zwar haben wir einen Luftmengenbegrenzer drin, der uns die Leistung ein bisschen kappt. Ja, normalerweise haben wir 456 kW, aber da sagt das Reglement, ne, 447 ist das Höchste. Deswegen kappen wir die Leistung und wandern runter auf 436 kW. Ansonsten ist das Ding ja, Serie oder nahezu Serie. Ich glaube, ich habe hinten noch mal ein bisschen gemogelt und habe mir noch breitere Reifen draufgeschnallt. Genau, da habe ich mal ein bisschen breitere Reifen drauf gemacht. Normalerweise sind es nur 325er, also fast Serie. Wir haben weniger Leistung, dafür breitere Hinterreifen, was natürlich auch das Untersteuern ein bisschen begünstigen kann. Aber ich hoffe mal, dass ich trotzdem dieses Monster ganz gut um die Ecken bekomme. Jetzt aber lange genug geschnackt, wir wählen uns noch einen neuen Mod aus, denn wir haben noch eins offen. Und dann würde ich sagen, dann nehmen wir, was nehmen wir denn? Ja, aber hier mal wird das Erstbeste. Und dann würde ich sagen, Rennen starten. Es geht los. 7 Runden Suzuka Circuit gegen die Urväter der Supersportwagen. Und dann gucken wir doch mal, was der Bugatti hier leisten kann. Ebenfalls wie der Porsche 959 Allrad angetriebenes Fahrzeug. Das heißt, wir haben eigentlich gerade beim Rausbeschleunigen immer Grip nach vorne. Aber ja, es gibt halt auch noch andere Phasen, wie es rausbeschleunigen, nämlich die Kurvenfahrt, das Anbremsen und so weiter und so fort. Da hatten wir ja so ein bisschen unsere Probleme beim 959, dass die Bremsen, oder ich mit den Bremsen nicht so ganz klar kam. Jetzt hoffen wir mal, dass wir hier mit dem Bugatti ein bisschen besser klarkommen. Jetzt müssen wir uns aber erstmal ein bisschen durchs Feld sortieren. Aber auf dem ersten Meter, muss ich sagen, fällt sich das Fahrzeug super gut, super ruhig. Man muss ein bisschen mit dem Gaspedal aufpassen. Das Ding schießt wie eine Rakete nach vorne. Also so wie das die Bugatti ist ja Neuzeit auch schon tun. Veyron, Chiron, das gleiche, den gleichen Effekt. Wenn man da das Gas antippt, dann geht dann eine Kanonenkugel los. So ist es aber auch schon damals gewesen. Upsala, der zieht ein bisschen zu, bringt mich da ein bisschen aufs Gras. Und jetzt gucken wir doch mal, wie wir hier mit dem EB110 so abschneiden können.
bisschen zu früh aufs Gas gegangen, aber alles gut. Ja, letztes Mal oder im letzten Video wurde ich auch gefragt, Mensch Ray, wär's denn nicht schneller, wenn man selber kuppeln würde? Also selber dieses Kupplungspedal betätigen würde, was ja bei diesen Fahrzeugen ja auch absolut Sinn machen würde. Und das kann ich nur beantworten mit, ja, auf jeden Fall wäre man da schneller, weil man, wenn man selber kuppelt, die Schaltzeit auf nahezu null bringen kann. Allerdings ist das Problem, das habe ich auch in der letzten Multiplayer-Ausgabe mit dem Johnson ja schon thematisiert, es klingt halt einfach scheiße. Ja? Es hört sich halt ständig an, wie wenn man im Drehzahlbegrenzer rumjuckeln würde. Die ganze Zeit macht es tut, wenn man schaltet. Und ja, das wollte ich halt im Let's Play euch nicht zumuten. Das habe ich am Anfang im Let's Play von Forza Motorsport 5 habe ich das immer noch als gemacht. Und dann haben immer ganz viele Leute drunter geschrieben, weil sie es nicht wussten. Du fährst immer einen Drehzahlbegrenzer. Du kannst einfach gar nichts. Ja, und dann musste ich immer erklären, nein, ich fahre nicht einen Drehzahlbegrenzer. Das ist, weil ich die Kupplung selber betätige und quasi nicht vom Gas gehe. Das ist nämlich möglich hier in Forza und dementsprechend ist man dann auch richtig, richtig schnell. Aber es klingt halt einfach scheiße. Und deswegen habe ich dann irgendwie gedacht, komm, wisst ihr was, ich hab's einfach irgendwie leid, immer auf diese Kommentare antworten zu müssen. Außerdem ist es auch angenehmer fürs Ohr und soll ja auch irgendwo dann der Unterhaltung dienen. Und dann deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, gut, wisst ihr was, ich lasse es mal mit der Kupplung weg, außer ich fahre Multiplayer. Weil da macht es halt natürlich auch einen Unterschied, weil man einfach schneller ist. Aber eben im Let's Play mache ich es nicht und ist ja dann halt quasi so ein zusätzliches Handicap, wenn man möchte. Und von dem her ist ja auch alles cool. Außerdem, warum sollte nicht ein Fahrzeug, was handgeschalten ist, nicht auch ein bisschen längere Schaltzeiten signalisieren im Spiel? Finde ich ja auch okay. Also von dem her alles cool. So, trotz dieser massiven Power haben wir ein bisschen Probleme hier gegen die drei Vatare, uns nach vorne zu kämpfen. So, durch die Hairpin jetzt hier. Bisschen früh aufs Gas. Ah, genau, was ich noch verändert habe am Fahrzeug ist, ich habe die Diff-Einstellung verändert. Das heißt, wir haben jetzt eine fast 90%ige angetriebene Hinterachse. Weil ich mir gedacht habe, wenn wir schon die breite Reifen oder wenn ich hier die breiteren Reifen draufziehe, dann kann man ja auch ein bisschen mehr Last auf die Hinterachse geben. Ein bisschen mehr Power auf die Hinterachse geben. Zudem sollte es auch dann das Untersteuern ein bisschen reduzieren. Und ihr seht, wir haben ja trotzdem mehr als genug Grip. Deswegen, wir brauchen ja nicht so viel Antriebskraft auf der Vorderachse. So, wir sind mittlerweile auf Platz 6, Ende der zweiten Runde. Und trotz dieser massiven Power scheint die Konkurrenz ein bisschen mehr Power noch zu haben. Zumindest mal dieser Diablo. Der scheint nämlich richtig schnell unterwegs zu sein. Und ich komme hier ein bisschen weit raus. Oder ist ein Countach? Ne, es war ein Countach, kein Diablo, Entschuldigung. Ein Lamborghini Countach. Da haben auch einige geschrieben, dass ich die fahren soll. Also wie gesagt, ich glaube, es wurde jedes Fahrzeug genannt von euch. Deswegen habe ich dann gesagt, gut, also ihr, euch ist alles recht, was ich nehme. Deswegen habe ich mich dann einfach mal für den Franzosen hier entschieden. Entschieden, Entschuldigung. Da habe ich einen Buchstabe verschluckt. Aber das kann ja auch mal passieren bei so einem Monster. So, wichtig ist jetzt halt, durch diese S's zu kommen. Aber beim Anbremsen merkt man, dass das Fahrzeug ein bisschen schwammig ist. Da passiert es gerne mal, dass das Fahrzeug ein bisschen quer treibt. Natürlich alles noch im angenehmen Rahmen. Aber da merkt man halt die Unterschiede zu so einem modernen Straßenprügler. Ja, hier merkt man das Untersteuern extrem oder die Leistung vielmehr. Da schaffen es die Reifen, das einfach nicht zu halten. Wir sind ja nach wie vor nur mit den ganz normalen Straßenreifen unterwegs. Keine Sportreifenmischung oder keine Semi-Slick-Rennreifen. Das schreibt ja hier dieses Homologationsreglement voraus. Und jetzt musste ich hier auf dem Rasen anbremsen. Das ist genau das, was ich meine. Und ich schalte den Rückwärtsgang. Wie dumm ist denn das jetzt bitte? Aber es ist genau das, was ich gemeint habe. Auf der Bremse kann es ein bisschen kritisch werden. So, ist alles zwar ganz schön und recht, aber das Problem ist, dass wir hier gerade keinen Meter gut machen nach vorne. Zu viele kleine Fehler drin.
muss jetzt hier nochmal eine Schippe drauflegen. Wenn hier noch was gehen soll nach vorne. Wir kommen jetzt ran an den 959. So, jetzt hier innen rein vielleicht. Ja, doch, das müsste klappen. Zweitletztes Rennen der Meisterschaft, drittes Rennen insgesamt. Eine kurze Meisterschaft, die nur vier Rennen hat. Deswegen ist es umso wichtiger, viel, viel gute Plätze mitzunehmen. Die ersten Rennen haben wir ganz gut abgeschnitten, aber beziehungsweise wir haben sie sogar gewonnen. Also besser geht es eigentlich nicht, aber das wäre jetzt natürlich blöd, wenn wir hier nicht gewinnen. Deswegen, ich muss jetzt alles geben nochmal die letzten Runden, dass wir hier zumindest aufs Podest kommen. Das ist so das Mindestziel, was ich habe. Aber erster wäre natürlich noch schöner. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich hier mich ein bisschen noch steigere. Ja, hier rutschen wir zu weit raus, deswegen muss ich da nochmal zum Gas gehen. Sind zu spät auf der Bremse, das ist doof. Komme jetzt viel zu weit raus, verliere viel Schwung hier. So, wir sind dran am BMW M1. Da wurde auch geschrieben, dass es ein bisschen komisch ist, dass der M1 in dieser Kategorie ist. Der gehört ja eigentlich nochmal eine Generation vorne dran zu den ganzen hier. Ja, das mag wohl so sein, aber ich glaube, die haben halt einfach wieder Forza-typisch einfach mal alles so ein bisschen reingeworfen, was so ungefähr da reinpasst oder in der Nähe ist. Ich meine, ich würde jetzt auch nicht unbedingt einen Countach hier dazu zählen. Und Diablo vielleicht auch nicht unbedingt. Trotzdem sind sie drin. Also da wurde wieder breit gefächert reingeworfen. Ich meine, man nimmt jetzt nur mal die Super Saloon-Klasse. Da ist ja auch alles dabei. Ja. Die den Namen Saloon verdienen, aber auch Sportcoupés und so weiter, große sind da drin und so weiter und so fort. Die würde ich jetzt nicht in die Saloon-Klasse zählen, weil Saloon eigentlich eher Limousinen sind. Ein bisschen ist die Curbs hier ein bisschen mehr attackieren. Aber ich glaube, das wird nichts mit einer super krassen Platzierung. Also Top 3 ist, glaube ich, noch drin, aber alles Weitere wird sehr schwer werden. Ich glaube, gegen den BMW könnten wir auf der Bremse ein bisschen was versuchen. Wir sind ja auch mit dem BMW gefahren in der letzten Folge. Allerdings habe ich dort Rennbremsen eingebaut. Deswegen waren wir da auf der Bremse nicht schlecht unterwegs. Der hier vor uns wird die normalen Serienbremsen haben. Und da sind die Serienbremsen des Bugatti ein bisschen besser, so wie es scheint zumindest. Und wenn wir es hier, kann ich schneller, aber ich kann nicht vorbei. Das ist einfach Kacke. So, jetzt muss ich ein bisschen lupfen. Ja, der Kontakt habe ich jetzt bewusst in Kauf genommen. Aber ich muss ja ein bisschen jetzt mehr härter rangehen, sonst werden wir hier nichts mehr reißen. Wieder ein bisschen rausgerutscht. Es war zu spät auf der Bremse. Getriebe schön lang. Das gefällt mir bei einem Fahrzeug, das passt zu einem Fahrzeug. Ist eigentlich genau optimal. Natürlich wird jetzt der eine oder andere sagen, da dreht man ja gar nicht alle Gänge voll aus. Naja, das muss man ja auch nicht immer. Solange die Leistung richtig umgesetzt werden kann, kann man auch mit einem kürzeren Getriebe, beziehungsweise mit einem längeren Getriebe, mit weniger Gängen, auch sehr, sehr schnell sein. Weil wenn man nur noch am Schalten ist, dann geht hier vor allem auch gerade bei diesem Fahrzeug viel, viel Zeit verloren. Ah, hier diesen Anbremspunkt, den verkacke ich jetzt hier gerade regelmäßig. Das ist ärgerlich, weil dieser grüne Teppich, der hat einfach keinen Grip. Und dann verlieren wir massiv Zeit. Das war wieder jetzt ein bisschen arg abgekürzt und das ist noch mehr abgekürzt, oh mein Gott. Ja, da habe ich den Einlenkpunkt komplett versemmelt in der Schikane. Zum Glück haben wir Allrad.
Es wird sowas auch gerne mal schief ausgehen. So, jetzt haben wir Konzentration, die letzten zwei Runden. Wir sind auf Platz 4. Wir haben die Chance, in die Top 3 zu fahren. Das wäre das Mindestziel, wie gesagt. Alles Weitere werden wir leider nicht schaffen. Vor uns jetzt ein Testarossa. 512 Testarossa, auch ein sehr geiler Ferrari. Ja, hier in den SS kommen wir mittlerweile ganz gut durch. Oh, das kommt der Arsch, das gibt's nicht. Bin ich ein bisschen auf den Rasen gekommen. Sorry. Ja, schwierig. Schwierig. Also ich finde es extrem schwierig, hier in Suzuka zu überholen. So, in die Spoon rein. Bisschen reindrücken. Rivatar macht natürlich oder will natürlich keinen Platz lassen. Und deswegen gibt es hier den Kontakt. Aber das ist mir jetzt gerade sowas von egal. Das war zu spät. Fuck it. Können wir jetzt von Glück reden, dass da keiner vorbeigefahren ist und von Glück reden, dass wir keinen Schaden bekommen haben. Ah, ja gut, damit die Chance verspielt, einen besseren Platz als Platz 3 einzufahren. Das heißt, wir haben gerade mal das Mindestziel erreicht und das heißt, im letzten Rennen, im Finalrennen müssen wir richtig viel reißen. Allerdings haben wir jetzt noch eine Runde und der Testarossa macht gerade richtig Druck. Jetzt sollten wir aber durch die S-Kurven doch ein bisschen schneller durchkommen. Als die Konkurrenten. Ah, bis zu ins Gas. Ja, es ist nicht einfach zu fahren, das Fahrzeug, finde ich. Also klar, der Allrad hilft, um halt ständig Grip zu haben, aber richtig abzuschätzen, wann gebe ich Gas und vor allem wie viel Gas, weil es ist halt wie so ein Ritt auf der Kanonenkugel. Da muss man schon sehr, sehr aufpassen, wann man wie aufs Gas geht und da kann man nicht so dieses klassische nach dem Scheitelpunkt ziehe ich das Gas langsam auf und guck mal, sondern hier muss man öfters mal das Gas wieder wegnehmen, weil man sonst zu weit rausrutscht. Weil die Kurven natürlich hier auch in Suzuka nicht gleichmäßig aufmachen, sondern auch nochmal gern wieder ein bisschen zumachen. Ja, hätte ich jetzt den Fehler nicht gemacht, wäre ich vielleicht sogar an Platz 2 nochmal rangekommen. Beziehungsweise vorbeigekommen, besser gesagt, rankommen tue ich nämlich jetzt auch noch, so wie es scheint. Aber es hat nicht sollen sein, am Anfang ein bisschen zu lange aufgehalten, oder aufgehalten worden, besser gesagt. Ah, nicht optimal gefahren hier, viel zu eckig. Aber egal, wenn wir jetzt Platz 3 retten, immerhin Podestplatz. Jo, dritter Platz mit einem zerkratzten und zerbeulten EB110. Aber ohne Kampfspuren geht's halt leider nicht gegen diese drei Vatare. Schade. Ja, also ich denke mal, Sieg wäre drin gewesen, wenn ich ein bisschen früher richtig angegast hätte. Von der Rundenseite her sind wir richtig, richtig schnell unterwegs. Eine 2.13 hat niemand gefahren. Aber
Ja, da hat ein bisschen dann die Konstanz gefehlt. Gut, wir beenden das oder springen raus zurück. Wir wollen das Fahrzeug wechseln. Jetzt geht es nämlich zum McLaren F1. Ein wirklich krasses Fahrzeug. Und um auf diese persönliche Note zu kommen, was ich ja angesprochen habe das letzte Mal. Das war für mich persönlich das erste Straßenfahrzeug, welches ja zu der Riege bzw. zu der Auswahl meiner Lieblingsfahrzeuge zählen kann. Beziehungsweise der McLaren F1 war mein erstes Lieblings- oder Traumfahrzeug. Sagen wir es mal so. Das, was heute jetzt ein Porsche 911 GT3 oder GT3 RS ist, das war damals der McLaren F1. Das war zum ersten Mal, als ich als kleines Kind gesagt habe, das ist mein Lieblingsfahrzeug. Weil ich den einfach mega geil fand und er sieht einfach mega geil aus, hat mega Leistung. Einfach auch, dass man in der Mitte sitzt bei dem Fahrzeug. Ich finde es einfach mega genial. Aber jetzt gar nicht lange schnacken. Wir müssen uns den erstmal noch schnell kaufen. Irgendwo müsste er nämlich sein. Hatten wir oben nicht gerade 8 Millionen Credits? Haben wir nicht gerade... Naja, egal. Ich meine, wir haben gerade so viel Geld bekommen, dass wir wieder 8 Millionen Credits hatten. Aber irgendwie wollte der nicht. Wo ist denn McLaren? Hier. Wunderbar. Und ja, also nicht den McLaren F1 GT, sondern den normalen F1 wollen wir haben. Der ist nämlich hier bei Elite Factory Racers, eine andere Kategorie, sondern hier Rise of the Supercar. Den wollen wir haben und den kaufen wir uns jetzt auch. Und ja, ich finde ihn ja richtig geil in so einem Schwarz, ne? Komm, sieht ja einfach so böse aus. Aber ich glaube, wir nehmen ihn mal. Oh, wir nehmen ihn, glaube ich, sogar in dem Orange. Ich finde das sogar relativ geil. Komm, wir nehmen den mal in dem hier. Ja, wir machen mal mit zugelassene Teile eingebaut. Aber wir werden mal ganz kurz nochmal ins Tuning-Menü gehen. Wir werden nochmal ein bisschen gucken, was wir vielleicht noch rauskitzeln können aus dem Fahrzeug, was mir gut gefällt, was mir nicht so gut gefällt. Also wir können natürlich aerodynamisch was dran machen. Wäre natürlich eine Option. Ob wir das allerdings brauchen, weiß ich nicht. Leistung sind wir bei 447 kW. Also wir haben genau das, was das Reglement ansagt. Im Prinzip ist die Homologation dann auf dieses Fahrzeug angepasst worden wahrscheinlich. Wobei wir hätten normalerweise noch ein bisschen mehr Leistung. Wir haben jetzt hier dadurch weniger. Und wir können, aber sonst am Motor ist wahrscheinlich nichts eingebaut worden, schätze ich mal. Das schaut nicht so aus. Wir gehen es mal ganz kurz durch, ob irgendwo noch ein Teil trotzdem verbaut worden ist. Schaut nicht so aus. Das heißt, wir haben weniger Leistung als der Serien F1 normalerweise hatte. Also ähnliches Spiel wie gerade beim EB110. Wir sind allerdings ein bisschen stärker noch als der EB110 gerade eben. Wir haben sogar Rennbremsen verbaut. Das finde ich auch sehr geil. Also da sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben auch einen sehr guten Handling-Wert. Also der ist insgesamt schon echt gut aufgestellt. Jetzt gucken wir gerade mal. Fahrwerk ist auch schon drin. Okay, also ich bin begeistert. Gewicht haben wir jetzt nicht, aber wir sind schon relativ leicht. Muss man dazu sagen. Dann Kupplung können wir nicht verbauen. Getriebe ist schon drin. Das Sportgetriebe, immerhin. Und das ist jetzt nichts. Könnten wir aber verbauen. Das merken wir uns gleich mal. Und Diff machen wir noch rein, auf jeden Fall. Also da ist schon einiges getan worden. Und wie gesagt, wir können das jetzt noch machen. Oder wir machen halt vorne so die Lippe dran. Ne, die macht zu viel aus. Und bei den Reifen gucken wir jetzt auch mal kurz rein. Vorne haben wir schon die maximale Reifenbreite drauf, die geht. Und hinten ebenfalls. Also da sind wir eigentlich schon super aufgestellt. Das heißt, ja, wir machen jetzt noch die Antriebswelle rein. Und da sind wir bei 749. Ah, da können wir vielleicht die Schwungscheibe vielleicht noch machen, oder? Hups. Nee, warte. Das ist das Kupplung. Aber die Schwungscheibe könnten wir noch machen. Genau. Dann machen wir noch die Schwungscheibe. Dann sind wir auf 750. Das passt. Dann gehen wir mal kurz ins Auto-Tune. Hier haben wir natürlich Heckantrieb. Das darf man nicht vergessen. Kein Allrad mehr, aber das muss nichts bedeuten. Getriebe, ja, lasse ich mal. Ist sehr lange übersetzt bei dem Fahrzeug, aber ich lasse es mal. Das lassen wir auch erstmal, wobei, mal das mal ein bisschen zurück. So, sehr weiche Stabi-Einstellung hat das Fahrzeug. Okay, das ist interessant. Machen wir ein bisschen mehr. So, Federn. Ja, ein bisschen tiefer darf er noch gehen hier. Wobei, mach's mal so. Und ja, härtere Dämpfereinstellungen sollte gegeben sein. Hier ein bisschen weicher.
Dann passt es. Bremsen lassen wir erstmal. Diff machen wir ein bisschen hier weniger. Und dann gucken wir mal, wie das Fahrzeug so fährt. Wir machen eine kurze Testfahrt gleich natürlich. Jetzt gucken wir aber erstmal, wo denn das Finale stattfindet. Und zwar auf dem Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien. Das ist natürlich ein, ja, richtig geile Finalstrecke. Das muss man ganz klar so sagen. Wir fahren auch noch in der Nacht 7 Runden. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Distanz. Aber schaut euch mal dieses Fahrzeug an. Also ich muss sagen, ich habe als kleines Kind, finde ich, einen guten Autogeschmack bewiesen. Ja, wie gesagt, mein erstes Traumauto, mein erstes Lieblings-Kfz. Ja, auch die Türen, die sich da ja so scherenhaft geil öffnen ließen. Ach, schon geiles Gerät. Ich finde ihn einfach Hammer. So. Dann gucken wir doch mal. Wir machen natürlich eine neue Modkarte nochmal rein. Und ja, erstmal in der Dämmerung und dann geht es wahrscheinlich in die Nacht hinein. Aber wir machen trotzdem jetzt eine ganz kurze Testfahrt, weil ich ganz kurz wissen will, wie sich das Fahrzeug verhält. So, wir wählen jetzt erstmal noch kurz einen Mod aus. Guck mal, haben wir irgendwas mit in der Nacht fahren oder so? Weil die sammeln wir immer so unnötig. Ja, fahren sie in der Nacht, genau. Und verwenden wir dann nie. So, dann machen wir mal ganz kurz eine Testfahrt. Und jetzt, ja, sitzen wir gleich in der Mitte vom Fahrzeug. Ich finde das so genial. So geil beim Fahrzeug. Das Lustige ist, es ist ja ein Dreisitzer. Man kann ja links und rechts hinter dem Fahrer noch sitzen. Ach, so geil. Ja, Bremsen sind natürlich genial jetzt, weil wir halt moderne Rennbremsen verbaut haben. Aber trotzdem, das Ding, durch diese breiten Reifen, wir haben immer noch nur eine Sportreifenmischung. Eine Straßenreifenmischung, keine Sportreifenmischung. Beißt das Ding trotzdem super in den Asphalt rein. Leckt mich am Arsch. Alter, das Ding hat uns jetzt über 1 Million Credits, glaube ich, gekostet. Oder knapp unter 1 Million. Aber das ist allemal wert. Bei 250 geht es erst im vierten Gang. Alles klar. So, ich bremse mal hier an. Und das war zu spät, glaube ich, oder? Nee, es geht. Das war genau richtig sogar. Ich habe aber nach Gefühl gebremst, das heißt, ich muss jetzt gleich im Rennen dann nochmal gucken, wo ich den Bremspunkt dann setze. Geiles Fahrzeug, einfach nur genial. Einfach nur genial. Also ich glaube, wir haben fürs letzte Rennen aber das perfekte Fahrzeug rausgesucht. Das sage ich jetzt, ohne zu wissen, wie schnell die Konkurrenz hier unterwegs ist. Das Ding fühlt sich einfach perfekt an. Ja, hier und da merkt man, dass die Reifen ein bisschen sehr rutschig sind, dass die keinen richtigen Grip aufbauen, aber leck mich fett, ist das geil. Man muss auch bedenken, wir fahren jetzt in der Nacht. Das heißt, kühlerer Asphalt. Das heißt, die Reifen kriegen gar nicht so viel Temperatur drauf. Ist gar nicht so viel Grip auf der Straße. Deswegen ist es sowieso rutschiger, aber trotzdem fährt sich das Ding Hammer. Ich bin neu verliebt in den McLaren F1. Und ihr könnt sicher sein, dass wir den bald, glaube ich, in Forza Horizon nochmal sehen werden. Weil ich gerade richtig Bock auf den bekommen habe. Ach, genial. Okay, da müssen wir ein bisschen mehr abbremsen. Aber man muss ja mal ein bisschen ausprobieren. Okay, genial, 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 Leute. Wir fahren jetzt ein Rennen. 7 Runden hier bei einsetzender Nacht in Spa-Francorchamps in dieser wirklich genialen Rennklasse, wie ich finde. So, jetzt schauen wir doch mal. Uiuiuiui. Uiuiui, alles gut. Ja, die drei Vatare. Finde es nicht so geil, dass ich jetzt hier auf den McLaren umgestiegen bin. Jetzt durch. Die Rouge durch. Ein bisschen anbremsen. Hat sich ein bisschen gestaut und jetzt kommt Feuer frei. Man muss bedenken, wir haben weniger Leistung als der F1 damals hatte. Wir sind ja durch die Homologation eingeschränkt. Und trotzdem ziehen wir hier so ein Tempo an. Das ist der Wahnsinn. Und dieser Grip einfach. Wahnsinn.
Man muss bedenken, wir sind vorher den 959 und eben in dieser Folge vorhin gerade eben den EB110 Bugatti gefahren. Beide hatten Allrad. Und der beschleunigt aus diesen Ecken heraus. Ich kann stempeln, wie ich es schon beim 959 konnte. Wahnsinn. Wie wenn das Ding Allrad hat. Da kommt null der Arsch. Null. Der Wahnsinn. Ich bin begeistert. Aua. Jetzt kommt natürlich ein bisschen der Arsch, weil der uns ein bisschen instabil gemacht hat mit seinem Tesla Rossa. Ja, ich weiß, er ist noch innen, aber mein Fahrzeug hat jetzt nach innen gezogen. Ich wollte gar nicht so nach innen ziehen. Ja, da merkt man, da sind wir ein bisschen limitiert durch die Reifen, durch die Nachtbedingungen, aber egal. Ja, was man machen müsste noch am Setup tatsächlich wäre, die Bremsverteilung etwas auf die Front zu legen. Man merkt halt doch manchmal beim Anbremsen, dass dann das Heck sehr, sehr leicht wird. Das kann man dann, wie gesagt, ganz einfach durch eine Bremskraftverteilung, wenn man die ein bisschen ändert, kann man das ein bisschen regulieren. Man gibt ein bisschen mehr auf die Front, dann wird die Front mehr abgebremst anstatt das Heck. Damit stabilisiert man dann halt den Heckbereich. Genauso gilt es auch umgekehrt. Man merkt beim Anbremsen, okay, vorne ist nicht ganz so stabil die Geschichte. Beziehungsweise das Heck gibt es her, dann kann man auch die Verteilung ein bisschen mehr nach hinten legen. In der Regel ist es allerdings so, dass man das immer ein Tickchen nach vorne legt. Ein Teil, manche Fahrzeuge haben bis zu 60% oder so. Wir haben ja jetzt hier 50%, also komplett ausgeglichen, aber so 51-52% könnte man hier dem Fahrzeug definitiv geben. So, jetzt haben wir hier den 959 neben uns. Der lässt sich das natürlich nicht so einfach bieten. Jetzt hoffe ich mal, dass er trotzdem hier gleich zurücksteckt. Und ja, wir sind schon auf Platz 5. Ich glaube, das Rennen da war sehr gute Chancen, das zu gewinnen. Ich denke auch, dass der EB110 bei diesem Rennen besser abgeschnitten hätte, weil er eher seine Stärken ausspielen hätten können wie in Suzuka. Aber ich glaube, dass der F1 in Suzuka bessere Karten gehabt hätte als gerade eben der EB110. Da müssen wir echt fast in den ersten Gang gehen. Geriebe hat sehr lange übersetzt, aber normal. Ein Fahrzeug. So, wir jagen jetzt den F40 vor uns. Ah, das Fahrzeug fährt sich so genial. Hammer. So, und jetzt hier der Angriff gegen den F40 ist geglückt. Oh, ein Traum. So, wir sind schon auf Platz 3. Haben jetzt vor uns den Countach. Der natürlich im normalen oder normalerweise gar keine Chance hätte, natürlich gegen den F1. Aber wie gesagt, durch die Homologation wird hier vieles angepasst, aber der Wagen hier. Wahnsinn. Ich wiederhole mich, aber ich will euch einfach irgendwie. Ich will dir vor allem irgendwie vermitteln, was dieser F1 gerade macht hier. Und das ist einfach der Hammer. Also von den allen Fahrzeugen, die wir bis jetzt gefahren sind, mit Abstand der geilste in der Klasse. Mit Abstand. Der war jetzt gerade hier richtig langsam hier. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Also, wenn ich es einsortieren sollte, dann würde ich sagen, ganz klar dieser F1, dann der Porsche 959,
und dann der EB110 und dann muss ich leider sagen der M1. Der M1 hat mir gar nicht gefallen in der Klasse. Dennoch muss man dem M1 zugutehalten, wir haben gewonnen mit dem M1, was wir mit dem EB110 nicht geschafft haben. Ja, meine Aussage bezieht sich rein jetzt nicht auf die Fahrleistung, sondern eher, wie sie es gefahren hat, wie sie es angefühlt hat. Muss aber sagen, der M1, da wurde auch mächtig dran was verändert. Der war alles andere als Serie und beim M1, ich habe es in der Folge schon gesagt, da hätten halt eine andere Reifenmischung hätte dort halt auch her müssen. Aber das gilt tatsächlich für alle hier. Also alle würden sich so viel besser mit einer Sportreifenmischung fahren. Allerdings, der McLaren F1 hier macht tatsächlich mit den Reifen den besten Job. Mit Abstand. So, am F40 dran. Irgendwie verkehrte Welt, muss man ja so ein bisschen sagen. Wir haben hier im F1 einen V12, während eben der F40 hier vor uns einen V8 Turbo hat. Wenn man das mal auf die heutige Zeit so ein bisschen sieht, ja, mal die Hybridtechnik mal weggenommen, jetzt guckt man sich mal LaFerrari und McLaren P1 an, es ist genau umgekehrt. Jetzt hat der McLaren den V8 Turbo, während der Ferrari den V12 hat. Ja, ist irgendwie lustig, wie sich die Zeit hier so ein bisschen gewandelt hat. Ne? Das ist sehr cool. So, wir sind am Ende der dritten Runde. Wir haben jetzt noch 4 Runden, Leute, und wir führen bereits. Aber jetzt ist es einfach nur noch eine Fahrt zum Genießen. Und ich würde sagen, wir fahren mal in der Außensicht. Ich weiß, ich bin da nicht so gut drin. Ich habe es ja letztes Mal im Multiplayer mit Johnson probiert. Man sieht jetzt auch nicht so viel vom Fahrzeug, aber einfach mal den Klang einfach nochmal von außen hören. Der Hammer. Ja, interessanter Side-Fact auch, der Motor müsste, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, nicht aus dem Hause von McLaren stammen, sondern ein BMW-Aggregat sein. Also der V12 stammt von BMW, also auch deutsche Zusammenarbeit. Man hat ja damals auch gesehen bei den McLaren F1, die in der GT1-Klasse und so weiter unterwegs waren. Die hatten ja damals auch BMW, Powered by BMW, auf der Seite stehen. Also so gesehen können wir auch diesen Kreis hier wieder schließen. Wir haben mit einem BMW M1 angefangen und beenden das Ganze mit einem immerhin BMW angetriebenen Fahrzeug. Geniales Teil. Einmal geniales Teil. Ja, und ich würde einfach mal sagen, ihr sollt auch ein bisschen mehr vom Klang haben. Deswegen bin ich jetzt mal eine Runde still und gebe euch den Klang mal aus der Außen- und aus der Cockpitsicht in vollen Zügen. Viel Spaß!
Jo, habe ich schon mal erwähnt, dass ich in der Außensicht nicht gut fahren kann. Direkt nach der Camel straight verbremst und in den Reifenstapel gedonnert. Zum Glück sind die Lichter heile geblieben. Haben jetzt aber zwei Plätze dann kurzzeitig nochmal verloren, aber ich habe gedacht, komm, deswegen beenden wir jetzt die stille Runde nicht. Da gibt es noch ein bisschen Rennaction, habt ihr ja nochmal ein bisschen was vom F40 und vom Puntouch hören können. Ist ja auch nicht schlimm, ja. So, zwei Runden haben wir jetzt aber noch. So langsam ist die Nacht hier richtig eingetreten. Ist nämlich richtig dunkel jetzt. Und zum Glück sind die Scheinwerfer nicht kaputt gegangen. Boah, da kommt richtig der Arsch hier. Alles okay. Ja, guck mal, jetzt sieht man halt echt gar nichts mehr vom Himmel. Nur noch das, was uns die Scheinwerfer bieten. So ein bisschen zu früh eingelenkt. Ah, was mache ich denn? So. Wir bleiben jetzt aber erstmal in der Führung und jetzt geht es dann auch gleich in die letzte Runde dieses Rennens und auch dieser Meisterschaft. Da will ich natürlich jetzt nichts mehr unnötig riskieren, das ist doch klar. Aber ich betone es und wiederhole es, glaube ich, zum 100. Mal. Was ein geniales Fahrzeug. So, ein letztes Mal jetzt hier durch Eau Rouge. Zu früh ans Gas. Oh, und da kommt der Gegenpendler, aber abgefangen. Na, guck mal, wie dunkel, ey. Da ist halt echt das Fahren ins Ungewisse. War schon wieder zu früh eingelenkt. Ja, Leute, was soll ich sagen? So macht das Ganze einfach Spaß. Und ich habe ja schon gesagt, mit Folge 100 wird höchstwahrscheinlich, ich
Ich will es nicht ganz versprechen, aber höchstwahrscheinlich. Die Gerüchte sind da. Man munkelt, wie ich so schön immer sage, dass er mit Folge 100 ein neues Format kommt. Und ich glaube, in diesem neuen Format wird auch der hier seine Rolle bekommen. Definitiv wird er die bekommen. Ah, geil. Das hat echt Spaß gemacht. Das hat echt richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen vermitteln. Auch wenn ich sehr, ja, wortkarg mich immer wiederholt habe. Aber was soll man einfach auch sagen, außer genial, geil, Hammer. Ja, da gehen einem einfach die Superlativen aus. Und ja, wir haben die Führung wieder zurückgeholt, nachdem wir sie ja ganz kurz verloren haben. Das habe ich groß gar nicht thematisiert. Damit statt von möglichen 1000 Punkten nur 980 geholt. Sei es drum, wir gewinnen diese Meisterschaft. Und vor allem, ja, genial. Einfach genial. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß in dieser Folge mit dem Bugatti EB110. Ihr hattet viel Spaß vor allem mit dem McLaren F1. Und vor allem, ihr hattet insgesamt Spaß mit dieser, wie ich doch finde, sehr genialen Meisterschaft. Und wir haben viele tolle Fahrzeuge tatsächlich jetzt ausgelassen, wie der Jaguar XJ220, Ferrari 512, Testarossa, Ferrari E40, E50, Diablo, Lamborghini, Diablo Countach, Diablo Countach, genau, Lamborghini Countach, Entschuldigung, ich laber schon Schwachsinn. ja, also da gab es ja schon einiges, was wir da noch machen können, aber gut, sei es drum. So, jetzt haben wir aber definitiv 7,1 Millionen, ja, gehabt und wir können uns einen Spano gönnen für 700.000, kostet er immer noch. Boah, will ich den dann überhaupt haben? Eigentlich nicht. Nö. Dann nehmen wir die Credits. Auszahlen. Was immer Sie brauchen, um die Meisterschaften zu gewinnen, jetzt können Sie es sich leisten. Naja, mit 50.000 kann ich mir bestimmt nicht alles leisten, aber mit 7 Millionen, was ich jetzt habe auf dem Konto, auf jeden Fall. So. Gut, da haben wir ein bisschen mehr abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Wir gehen mal hier zurück und dann gucken wir doch ganz kurz mal. Jetzt, das interessiert mich, ob wir jetzt tatsächlich die 7, noch was haben. Ja. Weil vorher irgendwie hatte ich das Gefühl, dass uns das nicht draufgerechnet wurde. Wie dem aber auch sei, wir sind raus an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, ich hoffe, du hattest viel, viel Spaß und gute Unterhaltung. Wenn dem so wäre, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ja, das nächste Mal geht es natürlich logischerweise weiter mit Forza Motorsport 7. Was wir da tun, mal schauen. Vielleicht gucken wir uns mal den aktuellen Forza-Ton an. Vielleicht machen wir eine weitere Meisterschaft. Oder wir machen mal einfach was ganz, ganz anderes. Lassen wir uns überraschen. Ich bin raus an dieser Stelle. Bis dann. Ciao.